Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Quest Treasures. Wir sind in Winterteil. Ich suche zum einen... Oh, ich habe schon wieder die falschen mit, ne? Ne, das wollte ich nicht. Wollt. Ach komm, als ob. Als ob ich nicht da durchschießen könnte. Habe ich mal schon mal erzählt, dass ihr so ein bisschen nervt? Ich sehe nichts. Komm schon, guck mal, ich könnte da direkt durch, ne? Nö. Ach Mensch, ist Kinder. Ja, ich weiß. Aber die falsche Spezialität. Ich suche dazu noch Lotusnektar. They seem keen to join the gang. Er hat mich erwischt. Ach, guck dir das an. Die konnte ich jetzt öffnen. Ach, Gegenkugeln. Let's speak to that monster later. Sieht so aus, als wäre da eine Höhle, ne? Nee, das wollte ich nicht. Ja, das ist schon immer eine gute Idee gewesen, im Eiswasser zu schwimmen. Darf ich vielleicht noch? Danke. Oh, irgendwas? Nö. Huch! Der Geier macht hier gerade alle platt. Aber okay. Ich habe den gar nicht gedacht, dass da einer ist. Das war jetzt Zufall. Das war wirklich ein Zufall. Better get this appraised. Du hältst einen Schatz. Schlangenknochen. Oder Schleim. Ich brauche halt so Blümchen, ne? Hier hinten noch irgendwas? Ach nee, das wollte ich gar nicht. Ich hol dich. Irgendwo Blümchen? Da muss ich, brauche ich den Schleicher. Warum auch immer. Ich habe nicht zufällig schon 10-mal Lotus-Nektar, oder? Das ist nur Nektar. Ich
Wie sieht denn aus? 3, ich brauche 10. Als ob. Ihr habt doch hier irgendwo einen Schatz gewittert. Ich hab's doch gesehen. Ich kämpf doch gar nicht. Achso. Wer kämpft? Kann ich jetzt? Da muss irgendwo draußen sein. Ich hätte ganz gern Blümchen, weil ich brauche Nektar. So 7 Stück wären noch ganz geil. In die Richtung. Aber hier war anscheinend auch einer. Ja, ganz da, wo ich bin, ne? Da, wo ich in der Nähe bin. Dim-dim. Looks pretty valuable. Ich hätte halt so ganz gern schon mal den Lotus-Nektar, weil alles andere habe ich ja denn. Aber ich wüsste nicht, wer den haben könnte. Also wer den droppen könnte. Vielleicht die Prinzessin? Die Kinder, also die Königin schlagen? Knapp Kiste. Nee, Schleimkuchen. Schade. Knapp daneben. Hätte mich so gefreut, wenn es anders gewesen wäre. Oh, hier ist ein Silber noch. Nehme ich mit. Mir ist auch eingefallen, wir sind ja noch nie zu dem anderen wirklich hingelaufen, ne? Oder? Also so den Weg entlang. Kann das sein? Naja, mehr oder weniger sind wir mal hingelaufen. Wir können uns ja mal ein bisschen umschauen, während die anderen sich kloppen. Kopfsalate. Da ist noch ein. Wo einer? Stein des Überlebens. Ich habe doch hier eine Kiste gesehen. Also Kugeln. Na komm, mach einmal deine super starke Attacke und dann hat sich das. Der ist halt auch einfach OP. Die Miezekatze. Aber ich hatte eigentlich gehofft, hier irgendwo Blümchen zu finden und keine Pilze. So, die Pilze bringen mir leider nicht so viel, wie ich ganz gerne hätte. Drei verzauberte Steine. Ich finde, das hier wäre so ein Punkt, wo man sagen könnte, ey, da ist bestimmt ein Schatz versteckt.
Nee, da komme ich ja her. So. Ah, aber vielleicht da drüber. Da über die Höhle. Da vielleicht noch irgendwo Blümchen sind. Ja, aber so Gletscher-Golems. Mit einem Hütchen auf. Oh, komm. Als ob. Versuchen wir es halt von der Seite. Mann, wo ist es denn? Hier sind auf jeden Fall keine. Keine Blümchen. Hier vielleicht? Man weiß ja nie, ne? Sagen, ist da hinten schon wieder ein. Ein Ballon? Nee. Wo muss ich überhaupt hin? Okay, ich bin jetzt bald beim ersten Bahnhof, den ich freigeschaltet hatte. Was da drüben war? Ich glaube nicht, ne? Das sieht so dunkel da drüben aus. Let's speak to that monster later. Jetzt muss ich gucken, wo gerade hier so ein bisschen die Dings sind. Ich habe gesehen, da war eben gerade ein. Wurde mir ein Schatz angezeigt. Hat er eigentlich gehofft, hier die Blümchen zu finden auch. Aber hier ist irgendwie gefühlt ja nichts. Schuppenshake! Sehr gut. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ah, dann schwimm doch. Einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimm mal ein bisschen schneller, mein Freund. Sonst stirbst du noch den Geldetod. Falls es dir nicht eingefallen sein sollte. Könnte ganz schön kalt werden hier. Oh, da ist ein Luftballon. Ihr macht das schon. Warte, ihr habt mich hier doch irgendwo, als ich mit dem Tier rum bin. Kann ich mal ganz kurz Heilungskuchen haben? Schneechen, wo bist du? Ich liebe das, den Namen Schneechen. Das sieht schon wieder aus wie die bösen Buben. Na komm. Nehmen wir mit. Was soll der Geiz? Nehmen wir mit. Sieht irgendwas nach Pixel aus. Henker interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Ah.
Hier ist noch ein Schatz irgendwo. Zeigt mir irgendwo oben an. Da oben irgendwo. Hier ist schon wieder. Der ist jetzt schon 41. Seh nix. Irgendwo hier, ne? Ja, ich weiß, hier irgendwo. Ich hab den schon gesehen. Also ich weiß schon wo ungefähr, aber wir wollten halt nicht so. Erik ist bald Level 40. Bald können wir das nochmal auf dem Plusterplateau probieren. How much is this worth? Du erhältst einen Schatz. Den mehr als einen Schatz hätte ich ganz gerne Blümchen, also Nektar. Das wäre schon echt awesome. Das Ding friert. Ich hätte gedacht, wenigstens hier irgendwie so in der Nähe. Dass hier irgendwo Blümchen sind, aber... Einmal ausruhen. Ach, das ärgert mich. Ich möchte einfach ganz gerne... Na gut, vielleicht ist hinten bei dem anderen Bahnhof auch nochmal so ein paar mehr Blümchen. So, dass wir da vielleicht den Nektar rauskriegen eher. Das sind nur zwei Dings. Ich dachte, das wären vielleicht so andere Arten von Kisten, aber nein. Das waren nicht die Kisten, die ich erhofft hatte. Nur mein Freund, ihr friert euch den Po ab, das ist sehr gut. Ja, jedenfalls, der eine friert sich irgendwie die Handflächen ab. Wo muss ich denn jetzt hin? Dahin. Das heißt, ich muss da die Treppe hoch. Ne, das war doch so. Die Treppe hoch. Ich guck gerade einfach so angespannt, ob es hier nicht irgendwo blöde Nektarblumen gibt. Ja, in irgendwo hier so. Ja. Kann ja nur irgendwo hier sein. An irgendeinem Gerüll. Wow, what a find. Da oben muss ich hin.
Eine Schneeschee? Wuhu! Ich wusste es. Mit dem komme ich hin. Ah, das muss eines von den Monumenten sein, von dem Prinzessin Anemone uns erzählt hat. Ah. Was steht denn drauf geschrieben? Jene, die nach den Drachendolchen suchen, müssen dies mit gegenseitigem Respekt und Mitgefühl tun. Sonst wird es ihnen nicht möglich sein, ihre wahre Macht zu verstehen. Okay, ja, Tramont ist jetzt Bericht erstatten. Das ist jetzt nebensächlich. Er ist ja nicht so weit weg. Komm, hier oben. Hier oben sind doch bestimmt Blümchen. Drei Töpfe, Notus, sechs, okay. Schon wieder angegriffen. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, ich werde jetzt hier schon wieder angegriffen, aber nein. Hinter zwei. Irgendwo ganz. Hier irgendwo, würde ich sagen. Das war eine gute Einschätzung. Ich glaube, mir fehlt jetzt nur einmal Lotus-Nektar, ne? Lotus-Nektar. Lotus-Nektar. Get this appraised. A rival guy is nearby. Ja, ja, sollen wir mal kommen. Gletschergolem. Puff-Poff-Pilze. Ey, komm, ich meine, du lässt mich. Ach, ist egal. Ist nur Ismarkus. Wir sind keine. Oh. Ich hab. Die bösen Purschen sind hier wieder hinter mir her, ne? Ey, das ist doch nicht. Kann doch nicht euer Ernst sein. Schon wieder. Die bösen Purschen wollen es aber wissen, du. Purschen wollen es aber wissen. Irgendwo wahrscheinlich hier unten oder so. Wusste es. Aber eigentlich suche ich ja immer noch Lotus Nektar. Erik hält den Lapisschwanz. Was? Wieso? Wie ist das passiert? Ein seltsamer, wie ein Schwanz geformter Stein erscheint eine gewaltige Kraft. Das war jetzt nicht geplant. Das war jetzt auch nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Das war jetzt reiner Zufall. Ich komme nicht dazu, den Schleim kaputt zu machen. Weil er immer weghüppelt. So. Wer hat mich denn schon wieder erwischt hier? Der Kleine.
Nee, das sieht jetzt nicht so nach Blumen aus. Lass mich ganz kurz gucken. Wo muss ich überhaupt lang? Und wir gehen mal hier so geradeaus runter. Überall, wo jetzt immer Bäume waren, waren eigentlich auch Blümchen oder Pilze. Hier sind Miezekatzen. Almatina-Katze. Ja, haben wir ja selber. Schneeschien ist aber ganz schön angekratzt. Ja, mal gucken. Den Drachen entfesseln. Mal sehen, wie viele jetzt hier drauf gehen. Bodenbombe. Ich wollte eigentlich jetzt einfach nur den Schatz haben. Wo ist er denn? Bitte sag mir nicht, dass ich irgendwo kriechen muss. Nee. Oh, hier so. Ja, ich weiß, dass es close ist. Die Frage ist nur, wie close. Also Onku hier eigentlich, oder? Ich sehe das Ding. Sind wir schon wieder getarget? Aber hier gibt es leider keine... keine Blümchen. Jedenfalls sehe ich keine. Die sagen noch nicht, wer mich getarget hat. Man kann es halt nur anhand... Ach, hier ist nur ein Silberner. Das sehe ich irgendwie nicht. Kann später... Ey, das ist ja so blöd, wenn ich jetzt wegen einem... Wenn ich jetzt wegen einem Lotus-Nektar nicht den Bahnhof aufmachen kann. Das ist ja so gemein. Ich guck gleich nochmal, wie viel Lotus-Nektar ich habe. Ich weiß es nicht. Nicht hin. Nicht hin. Ach, schon wieder die bösen Burschen. Ich sag euch, die wollen es richtig wissen. Naja, wenigstens lag sie noch drauf. Alright.
Nicht den Heldenschatz. Ja, aber ich bin ja voll. Sind das Blümchen? Nee. Doch. Oh, lass mich hoch. Nee. Flügelspitzennektar. Ach, Brummbären. Was soll ich denn mit Brummbären? Oh nein. Komm, mach mich nicht schwach, ey. Da brauche ich meinen. Meinen besten Freund. So einen Schleicher müssen wir mal mit hernehmen. Bis zum Morgen. Let's get some shut eye. Ja, lass mal schlafen. Gucken, vielleicht liegt ja hier noch irgendwo Lotus-Nektar rum. Ich glaube, ich habe nur 9. Heilungskugel. Hier sind noch Kisten. Klopfköpfchen. Ich dürfte nicht genug haben. Nee, einer fehlt uns noch. Schon wieder. Yep. Nimm. Und den Sandwich. Das ist doch. Na schön, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wir werden im nächsten Part uns noch ein bisschen umgucken. Wir werden nochmal hier so jetzt den Weg hier lang. Ach, ich kann ja da gar nicht hoch, lol. Den hier Weg hier nochmal so ein bisschen lang gehen und gucken, ob hier nicht vielleicht doch noch irgendwo Lotus-Nektar rumkreucht und fleucht. Ne? Und weil hier kann ich mir vorstellen, dass hier auf jeden Fall Lotus-Nektar vielleicht irgendwas drin ist. Und dann wären wir im Prinzip nach Hause, weil sie jetzt 10-mal die bösen Burschen. Damit wir beim nächsten Mal bei den Kragenwelten kurz nochmal reinschauen können. Da haben wir dann noch 2 Aufgaben und dann hier noch 2 Schätzkarten. Einbruch der Dunkelheit. Läuft, dann gehen wir dahin. Machen wir erst das. Und dann gehen wir zu den Grauschwingen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon wieder fast. Ne? Ich sage aber auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.